Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cocoon. Geht das? Geht nicht. Sind wieder mal irgendwo gelandet. Und ich. Wo bin ich jetzt? Bin noch am gleichen. Hä? Okay. Danke. I guess. Wir sind ja immer noch im Wassergebiet. Also sprich, wir müssen irgendwas hier mit dem Wasser anstellen. Frage ist halt nur, was? Was ist, wenn ich das so mache? Ah, dann lande ich hier unten. Alrighty. Wir kommen dem Ziel näher. Jetzt sind wir hier auf der Plattform. Und die Treppe kommt runter. Na, schau mal einer an. Was ist hier? Sackgasse. Super. Wie so oft in meinem Leben. Wie so oft in meinem Leben. Eine Sackgasse. Und auch diese werde ich überwinden. Wie alle anderen auch. Richtig poetisch. Warte mal, ich bleib mal hier. Mit der orangenen. War ein Fehler. Story of my life. Ich frag mich, warum da immer noch die orangene drin angezeigt wird. Dieser... Achso, wir sind ja auch im grünen Gebiet. Aber macht eigentlich keinen Sinn. Naja, was macht schon Sinn im Leben? Richtig. Nichts. Okay. Dann mach mal... So. Warte mal. Warte mal, check ich's jetzt gerade oder blick ich gerade nicht durch? Fuck is going on? Nee, das. Das ist ja nicht der Weg. Wo war das denn schon wieder? Hier? Nee. Nee, das ist es auch nicht. Warte mal. Wenn ich die hier reinpacke. So. Transportieren wir dich nach drüben? Wenn ich jetzt hier so gehe, dann bin ich wieder bei der Kugel. Ja, schau mal eine an. Aber die muss ich natürlich wieder mitnehmen. Ohne Kugel bin ich nichts. Aha. Was haben wir hier? Ah, hier kann ich irgendwo den Kollegen freischalten, ne? Ja, schau mal. Guck mal, der Sache auch schon wieder näher. Oh. Und wie finde ich jetzt raus, wie die Reihenfolge ist? Das ist eine verdammt gute Frage, hä? Das ist eine verdammt gute Frage. Müssen wir mal probieren.
Okay, das ist es nicht. Es war eigentlich klar, dass es das nicht ist. Aber probieren kann man es ja. Aber ich kann ja hier nichts machen. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Die Sachen sind wahrscheinlich da oben auf diesen Stangen, was auch immer. Aber wie komme ich da ran? Das ist die große Frage. Ah, vielleicht eine Reflexion im Wasser? Maybe? Ja. Aber ich sehe nicht alle. Also als erstes ist es das Dreieck und dann das Fünfeck. Okay. Dreieck, Fünfeck. Ja, und dann? Jetzt sehe ich keine Reflexion mehr. Ah, fuck, hier sieht man schon. Ja, das ist falsch. Das ist jetzt schon falsch, okay. Ja. Gut. So, also das ist das erste, ne? Hat man hier gesehen. Oder? Genau. Das zweite sieht man hier nicht. Dann ist da das Dreieck. Danach. Ich sehe von dem Burschen hier die Reflexion nicht. Wir machen mal das Dreieck als nächstes. So. Okay. Sehe ich hier was? Nein. Selbstverständlich nicht. Habe ich denn hier noch mehr Hinweise? Oder muss jetzt einfach die Möglichkeiten ausprobieren, ne? Das ist ja das Fünfeck. So. Das war's nicht. Okay. So. Auch nicht. The fuck? Also es fängt dann mit dem Viereck fängt es an. Ist ja schon richtig, aber was übersehe ich? Viereck, Dreieck ist, denke ich mal, klar. Aber ich sehe die Reflexion von dem Burschen hier nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Also, Jesus Christ, soll ich das denn machen? Sehe ich hier? Nee, hier, was will ich denn hier sehen? Ich weiß doch auch nicht. Viereck. Dreieck. Ich vielleicht hier was? Nee. Einfach nein. Oh, ich hab's geschafft. Ja gut. Ja gut. Dann befreien wir ihn. Perfekt. Ja, let's go. Mach mir den Weg frei.
und ab geht die Post. Dann als nächstes geht's ja hier durch. Aber, ja, jetzt wird er hier natürlich wieder eingeklemmt. Machen wir den hier nochmal. Ist es wieder so ein Ding, wo ich ihn opfern muss und dann zurückholen? Das ist die Lösung. Ah, ja, ist es. Jetzt kann ich hiermit zur Kugel zurück. Zack. Mir den Weg hier frei machen. Easy. Easy. Dann gehen wir hier hoch. Zack. Dann mach hier weg. Wunderbare Sache. Runter. Und dann können wir hier den Laden freimachen. Gut. Aber jetzt. Ich gehe erstmal hier hoch. Ich will das hier mal erkunden. Was haben wir hier? Oh, shit. Mal den nochmal. Was passiert, wenn ich das hier mache? Okay. Geh nochmal runter. Nee, das kann's ja nicht sein. Das kann's nicht sein. Meine zweite Katze will gerade gestreichelt werden. Moment. Die ist so süß. Das ist meine ältere. Also ältere, die ist 9 Monate alt. Die wartet, wenn die sieht, dass ich am Zocken bin, dann wartet die am Türrahmen. Also Türrahmen, einfach am Eingang von meinem Zimmer. Dann miaut sie, guckt mich an und kommt erst rein, wenn ich die Hand nach unten halte. Und dann kommt sie rein. Ich habe ihr das nicht beigebracht, die hat das einfach so gemacht. Frag mich nicht warum. Muss ich vielleicht doch hier irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich hier reingehe? Probier was trotzdem mal. Ah, dann landet... Aha. Das ist ja richtig. Okay. Ja, aber jetzt brauche ich wieder die Kugel. Korrekt. Aber... Immer so zurück. Nimm mit. Jetzt opfere ich den Burschen aber mal. Vielleicht kann ich den ja irgendwo wieder zurückholen. Weiß es nicht. Was ist, wenn ich das hier mache? Dann komme ich zurück zur Kugel. Ah. Aber. Jetzt kann ich ihn befreien. Wir gehen runter. Jetzt haben wir nämlich den anderen Checkpoint sozusagen frei. Gehen hier zurück. Aber jetzt bin ich ja gleich bei dir vorhin. Ach, fick die Henne. Zurück zur Kugel. Warte mal. Was ist denn die scheiß Lösung hier? Wait a minute, klemm den nochmal ein da. Ist okay. So.
Dann. Was ist denn das Austauschen? So. Ah, jetzt. Ja, das geht. Ich hab's. I got it. Holen wir dich wieder raus. Dann holen wir die Plattform zurück. Und dann können wir zurück zur Kugel. Na, das wird's sein. Korrekt. Okay. Und jetzt. Ich nehme die mal mit. Man weiß ja nie, wann man es brauchen kann. Wenn wir schon im dazugehörigen Gebiet sind. Ja, können jetzt wieder über die Brücke gehen. Jetzt brauche ich aber das orangene Dingens wieder, ne? Muss ich hier irgendwas noch machen? Nee, was denn? Die weiße Kugel ja gar nicht dabei. Wir brauchen die orangene Kugel. Wir müssen ja jetzt wieder zur lilanen Kugel gehen. Mit dem kleinen Kollegen hier. Und diese Kugel ist ja hier platziert. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein. Oder doch? Ah, wer kann das hier wegmachen? Genau. Die weiße Kugel ist hier nicht die lilane, aber... Hm. Ah, hier kann man wegmachen. Okay. Auch gut. Und jetzt können wir hier durch. Sehr schön. Und jetzt? Ah, jetzt geht's auf. Wir müssen nur ranlaufen. Dann rein hier. Und jetzt? Hä? Was ist hier platzieren? Oder brauche ich die lilane Kugel? Nee. Brauche ich alle Kugeln in einer? Das könnte natürlich sein. Gehen wir mal die anderen nochmal holen. Ja, shit, jetzt brauche ich aber wieder die weiße. Ach, Herrgott. Nee, warte mal. Oder doch? Doch. Brauch. Die weiße Kugel wieder. Perfekt. Aber wieder. Können wir wieder zurückgehen. Super. Ja, dann, nee, warte. Die grüne kann ich ja auch schon mal holen. Ja, fuck it, wenn ich schon hier bin. Hol mal die weiße. Ich habe das Gefühl, wir müssen eine Kugel dahin packen, in der alle anderen drin sind. Sprich, damit wir eine Kugel haben. Mit allem, sozusagen. Ne, ist wie ein Döner mit allem. Ja, hier ist einfach eine Kugel mit allem. Ne? So, hol das gute Ding mal hier nach drüben. Ist die Frage, wo packen wir das Ding hin? Verdammt gute Frage, ne? Gehen wir erstmal das wieder rüberschießen. Ne, warte mal. Das geht nicht, was ich jetzt hier gerade probiert habe. Das geht nicht. Weil, wer es noch richtig im Kopf hat, der weiß, die grüne, an die grüne Kugel kommen wir nicht ohne die orangene.
Geht nicht. Not possible. Das heißt, wir können nochmal zurückgehen. Mit der orangenen Kugel. Und dann. Was machen wir dann? Das ist die große Frage. What the fuck machen wir? Gehen wir mal mit der Orangenen weiter. Wenn wir eine brauchen, dann vielleicht die. I don't know. Und die Grüne holen wir auch gleich. Und dann können wir mit der Grünen hier rein. Platzieren die mal hier. So, und jetzt haben wir die Grüne in der Orangen schon mal drin. Das ist schon mal ein Fortschritt. Jetzt können wir zurückgehen. Jetzt haben wir alles beisammen. So. Jetzt können wir das von vorhin wiederholen. Also das, was ich vor... das, was wir vorhin probiert haben. Das ist ein gutes Zeichen, dass das passiert ist. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Was ja schön ist. Beruhigend. Und jetzt kommt wieder einer meiner... Nee, beide Katzen sind auf dem Weg auf meinen Tisch. Sehr gut. So lässt sich Videos gut machen. Oh, jetzt ist das Ding verschwunden. Okay. Das geht auch wieder. Jesus. Was ich ja jetzt machen kann, ist, die lilane Kugel platzieren wir hier. Jetzt haben wir drei Kugeln in einer. Ne, warte mal. Hier muss ich das alles platzieren. Genau. So. Dann hol die Grüne. Platzieren wir die hier. Wo ist die Weiße? Ah, die ist immer noch... Ja, logisch. Wait a goddamn minute. Die Weiße ist wo? Ist hier. Oder? Nee. Warte mal, wo ist denn die schon wieder? Hier ist die weiße Kugel. Nimm mal die auch mal mit. So. Und jetzt muss ich organisieren, dass alle am gleichen Ort sind. Sind ja wieder irgendwas am Austüfteln. Die Frage ist halt. Ich muss jetzt die Kugeln irgendwie alle in eine bringen. Kann das sein? Mach nochmal. Also, aber das geht ja gar nicht. Oder? Nee, das ist es nicht. Das ist es, glaube ich, nicht. Gehen wir nochmal zurück. Ich hab
habe das Gefühl, das hier ist das letzte Rätsel. Alles zusammenführen. Aber... ich habe das Gefühl, am Ende müssen alle in der lilanen Kugel drin sein. Ist das die Lösung? Hier hast du ja Platz, oder? Ja. Hier hast du Platz. Dann probieren wir das mal so. Ja. Und letzte Kugel. Nee. So. Mal hier. Jetzt haben wir alles in einer Kugel drin. Das ist nicht die Lösung. Hat's mit den Farben zu tun? Muss ich die grüne hier hinpacken und alles muss in der grünen Kugel sein? Weil die grüne die oberste ist. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt muss ich alles wieder zurückholen. Ja, fick doch die Henne, ey. Meine Fresse, du. Alles zurückholen. Also Fakt ist, ich brauche eine Kugel, in der alle drin sind. Und ich habe das Gefühl, es muss die grüne sein. Das ist jetzt meine zweite Theorie. Was machen meine Katzen da? Die haben das Spielzeug in mein Zimmer geholt. Die wollen spielen. Ich bin jetzt selber am Spielen. Ich kann nicht. Wir müssen jetzt auch ein bisschen selber beschäftigen. Noch 3-4 Stunden, bis ich hier dieses Rätsel gelöst habe. Ja, die sind unter meiner Bettdecke. Ach, ich habe doch keine Ahnung, was sie da machen. Muss ich eine Reihenfolge haben, wie hier... Also zuerst die lila, ne? Probieren wir es einfach mal so. Kann ich die denn alle hinpacken? Aber hier haben ja nur 2 Platz. Oder sehe ich das falsch gerade? Da hat noch eine Platz. Und sonst? What the fuck? Also... warte mal. Lass mich mal überlegen. Ist eigentlich nie eine gute Idee, überlegen. Nie. Also, muss ich das denn machen oder muss ich 2 Kugeln da reinpacken? So 2x2 sozusagen. Ist das die Lösung? Ich weiß es nicht. Ich kann sie mir nicht vorstellen. Was ist, wenn ich jetzt, wenn ich 2x2 probiere? Ich glaube nicht, dass ich alles in eine Kugel bringe. Also, und jetzt muss die Orangene muss in die Weiße gehen. So, da links kann ich die platzieren, ne? Indem ich hier durchlaufe. Das könnte natürlich funktionieren.
So, jetzt kann ich zurück und jetzt ist die Orangene in der weißen Kugel. Ja. Dann nimm das gute Ding hier mit. Und pack rein. Motherfucker, das ist auch nicht richtig. Ja, muss also trotzdem alles in einer sein, oder wie haben wir's? Ich weiß es nicht. Ja, Gott, nochmal. Hä? So. Warte mal. Tauschen wir das mal aus. So. Nee. Warte mal. Lass mir nochmal die lilane Kugel holen. Wo ist denn die jetzt? Hab ich die platziert? Fuck me, ganz weit weg. Bringt mir nichts da. 0,0 bringt die mir. Nochmal zurück. Okay. Ja, und jetzt? Hä? Muss ich jetzt... Platzieren wir die mal hier irgendwo. So. Dann... Haben wir alle in der lilanen drin, ne? Und dann platzieren wir die lilane Kugel. Ah, ich glaube, ich hab's. Das muss es sein. Ich glaube, ich hab's. Jetzt check ich's, was das ist. Die erste Kugel ist die grüne. Die lilane Kugel ist in der grünen Kugel. Die weiße Kugel ist in der lilanen Kugel. Und die orange Kugel ist in der weißen Kugel. Halle fucking Luja. So und nicht anders. So, und jetzt nach vorne laufen. Was kommt jetzt? Was? Ui. Jesus. Was ist das hier? Ganz neues Gebiet. Es leuchtet alles so, wie es soll. Was ist das? Und wir fliegen. Okay. Hier sind wir gestartet. Okay. Das war der Startpunkt. Oh. Was ist das?
Das war's. Ja, nice. War ein cooles Spiel. Mega cool. Annapurna Interactive enttäuscht nie. Ja. Ich mach's wie immer. Ich lass die Credits durchlaufen. Danke, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den anderen Projekten wieder. Es gibt genug. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.